Ja, hallo. Ich möchte euch kurz von einem Projekt erzählen, wo ich gerade dran bin oder wo wir dran sind. Vielleicht könntest gerade du da irgendwie auf irgendeine Art und Weise mitmachen. Es geht um den Verein Crowdware. Die Adresse zu der Webseite findest du unten in der Beschreibung. Die URL ist www.crowdware.at, das heißt, es ist ein eingetragener Verein in Österreich. Das Ziel dieses Vereines war damals, dass wir Software entwickeln, und zwar user-centered designte Software, so wie ich damals noch in Rapperswil auf der Uni gelernt habe. Das ist jetzt 8 Jahre her, da war ich auf der Uni. Da ist auch diese Idee für den Verein entstanden. Damals war das noch ein kommerzieller Gedanke dahinter. Dann hat sich das ein bisschen transformiert, bevor ich dann überhaupt angefangen habe, da Business draus zu machen. Ist der Gedanke noch ein bisschen gewachsen, und jetzt ist es ein Verein geworden, und zwar ein gemeinnütziger Verein. Und zwar stellen wir Open Source Software her. Die kann frei genutzt werden. Wir bieten halt nur unseren Vereinsmitgliedern an, dass die Software, wenn sie die kommerziell nutzen, dass sie ein Vereinsmitglied werden. Das ist allerdings eine freie Entscheidung für die. Die bekommen dann aber auch den Support von uns, wenn sie Vereinsmitglieder sind. Des Weiteren gibt es noch andere Benefits. Du kannst oder die Vereinsmitglieder können eine Subdomain bekommen auf Cloudware.at und dort eigene Projekte hosten, eigene Ideen, eigene Visitenkarten oder was auch immer. Kommen bestimmt noch ein paar Benefits dazu. Die Projekte finanzieren sich aus Crowdfunding. Das heißt, die Idee ist, dass wir ein Problem erkennen, oder dass die Kunden mit einem Problem zu uns kommen oder auch schon eine Idee haben, und wie das Problem lösen oder die Idee umsetzen in Form von Design. Da machen wir das Software-Design. Das hab ich da auf der Uni studiert. Und zwar User-Centered, nicht Stakeholder-Centered. Also das heißt nicht, dass der Geldgeber bestimmt, wie die Software aussieht, sondern wir machen es im Sinne der Nutzer. Damit die Nutzer damit zufrieden sind und mit umgehen können und Spaß haben an der Arbeit mit der Software. Es sind schon ein paar Produkte entstanden, die ich selber brauchte und wo ich erkannt habe, dass es das noch nicht für Linux gibt oder nichts Vergleichbares. Und die habe ich selber schon umgesetzt in den Jahren. Und wenn es aber jetzt ein neues Problem ist oder eine neue Software, dann machen wir das Design. Also im Moment mache ich das Design für die Software. Baue Prototypen und so weiter, dass man was zeigen kann. Und dann starten wir ein Crowdfunding. Da versuchen wir dann die Entwicklungskosten für dieses Projekt reinzuholen und auch die Designkosten. Na, das ist ja nicht so, dass ich das immer merken werde, sondern das sollen nachher auch Designer machen, die dann dafür bezahlt bekommen. Und wie gesagt, auch die Softwareentwickler sollen bezahlt werden. Und die bauen das Projekt dann, wenn das gefundet wurde. Und dann wird es an die Kunden ausgeliefert. Die kriegen dann halt eine frühe Version, und die Kunden, die das in Auftrag geben, die kriegen natürlich auch die Möglichkeit, einige Features von uns implementieren zu lassen, extra für die Nutzer zugeschnitten. So, dann kommt es auf den Markt, das ist halt freie Software, Open Source und für jeden verfügbar. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass das einmalig finanziert wird und dass man dann nicht später noch Unsummen von Geldern mit generiert, so wie die Global Player das machen und damit ihre Kunden halt abziehen. Und was sie noch alles für einen blöden Kram machen, wenn es nicht Open Source ist. In Sachen von Microsoft wisst ihr, was da läuft. Das haben sie jetzt alles veröffentlicht, dass die zum Beispiel ausspioniert werdet und so. Das haben wir natürlich nicht vor, und das brauchen wir nicht. Wir arbeiten nicht für Profit. Ganz wichtig, wir arbeiten nicht für Profit. Sollte der Verein Profite erwirtschaften, dann geht es
Also die Entwickler sind bezahlt, davon gehen wir aus. Und ich selber werde mir auch ein kleines Gehalt zahlen oder der Verein wird mir ein Gehalt zahlen. Oder auch wer nachher den Verein leitet, wird auch ein kleines Gehalt kriegen. Aber wenn darüber hinaus Profite erwirtschaftet werden, die werden reinvestiert in andere Projekte. In zum Beispiel in Hardware-Projekte, wo wir zum Beispiel Destillationsanlagen bauen, wo man zu Hause selber Wasser destillieren kann, also sich Trinkwasser herstellen kann. Oder wenn es denn laufen sollte, Magnetmotor, wo man dann sein Auto mit betreiben kann oder sein Haus heizen kann und die Kühlschrank und all sowas. Ich bin fest davon überzeugt, dass das funktionieren wird, aber ich habe noch keine Mittel, um einen Prototyp zu bauen. Und ja, da wird ein bisschen in Forschung investiert und ansonsten die Benefits gehen in Ubuntu-Projekte. Das heißt, dort wird Land gekauft, Land aufgekauft, günstige Häuser hingestellt. Also ich denke da an so Camps wie. Dass da Tipis entstehen oder Jurten gebaut werden. Also man muss nicht unbedingt Bauland kaufen, sondern man kann da, also ich habe das zum Beispiel, ich war Scouten in Portugal, dort gibt es Gesetze, da heißt es, solange das Haus kein Fundament hat, kannst du das da hinstellen. Das heißt, das muss beweglich sein. Also so ein Tiny House zum Beispiel auf Rädern oder auch ein Container, den man halt mal kurz auf den Tieflader stellen kann oder sowas. Oder halt ein Tipi, ein Zelt, Jurten, das sind ja alles bewegliche Mobilien heißen die ja, nicht Immobilien, sondern Mobilien und die sind dann halt erlaubt. Und da dürfen dann die Vereinsmitglieder kostenlos wohnen. Das ist eins der Ziele, wie das Geld verwendet wird, sodass wir auch dass wir auch nie Steuern zahlen werden. Damit wir nicht das alte System weiterhin unterstützen, weil das, also ich persönlich kann es nicht mehr unterstützen, weil ich weiß, was die mit den Geldern machen. Ne? Es werden Kriege geführt zum Beispiel oder es wird in die Bankenrettung benutzt und all so ein wirres Zeug, wo die Banken eigentlich ihr Geld selber drucken können, so übertrieben plakativ gesagt. Also das wollen wir nicht mehr unterstützen, sondern wir wollen das in nachhaltige Projekte investieren. So. Und ich habe gerade mit einem Kumpel drüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt, hast du nicht Lust, da mitzuhelfen? Der ist Informatiker. Und da sind wir auf den Begriffswechsel gekommen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und zwar, er ist, wenn er für den Verein arbeitet oder für unsere Vereinsmitglieder arbeitet, ist er der Arbeitgeber. Und wir als Verein sind der Arbeitnehmer. Diesen Begriff haben wir umgestellt, sodass das ein richtiges Bild ergibt. Und ich habe ihm gesagt, hör mal zu, lies dich mal ein in die Projekte, in den Source Code, lies dich da mal ein, ob du damit klarkommst und guck dir mal an, was der Verein darstellen möchte und dann stell dich bitte selber ein. Und damit meine ich, er kann dem Verein beitreten, das kann er ja selber machen, auf der Webseite. Und ist ein Vereinsmitglied und er kann, da ich ihn kenne, also ich würde ihn dann direkt auch mit in den Vorstand reinnehmen. Und da muss man mal halt sehen, wie das ist, welche Leute passen in den Vorstand und welche sind einfach nur außerordentliche Mitglieder. Und dann, da er sich selber eingestellt hat, also Vereinsmitglied geworden ist, kann er sich selber die Arbeit aussuchen oder die Tätigkeit aussuchen, die für ihn stimmig ist. Das heißt, er kann sich zum Beispiel als Softwareentwickler nimmt er sich vielleicht eins der Projekte und verbessert die. Wir haben zu jedem Softwareprojekt haben wir eine To-Do-Liste oder eine Fehlerliste und da kann man die Fehler abarbeiten. Da kann man dann unabhängig von irgendwelchen Zeitvorgaben kann man sich sich da reinarbeiten und die fehlenden Features umsetzen. Oder auch wenn es ein neues Projekt ist, dann können wir darüber reden und nehmen das vielleicht in unser Portfolio auf, wenn es dann Sinn macht, wenn es dann wirklich Open Source ist und nachhaltig ist. Und da kannst auch du mit was für Fähigkeiten auch immer, kannst du da Teil von werden. Speziell suchen wir natürlich oder
speziell möchten wir uns bei dir bewerben, als wenn du Softwareentwickler bist, wenn du Designer bist, Grafikdesign, Webdesign, Human-Computer-Interaction-Design, Industrial Design oder Post-Industrial Design, das ist auch eine ganz tolle Richtung, oder aber auch als fürs Marketing, für den Dialog mit dem Kunden draußen, als Software-Tester. Und du kannst dir irgendwie vorstellen, was wir brauchen können. Nimm einfach mal das, was du am liebsten magst. Und sei es Kitesurfen. Nur, das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel. Ich bin selber Kitesurfer und ich mag das sehr gerne. Und ich mag das auch gerne anderen Leuten beibringen. Das heißt, durch das, was ich gerne tue, kann ich mir eine Tätigkeit generieren, schaffen, mit der ich dann auch einen Energieausgleich anziehen kann. Ja, ich sage nicht, ich nehme dafür Geld, sondern ich kann einen Energieausgleich anziehen. Ich schaffe dafür einen Kanal, wo die Leute da was hinlegen können. Also mir liegt das fern, nach Preisen, um Preise, Sachen mit Preisen auszuzeichnen, sondern das darf dann der Nutzer selber entscheiden, was er da zurückkommen lässt. Diese Idee, die ist nicht von mir, die habe ich das erste Mal erfahren im Gängeviertel in Hamburg. Da wurden Häuser besetzt und die haben dann da Kunstprojekte gemacht und ein Café war dort. Und ich habe dann eine Mate bestellt und gefragt, was kostet das? Und da wurde ich gefragt, was möchtest du denn geben? Und ich überlegt, aha, ist denn 4 Euro okay? Ich dachte, oh, ja, ist okay. Und später habe ich dann gesehen, da hätte ich auch mit 1 Euro bezahlen können. Das wäre dann die Einkaufskosten, ihr wisst schon, den Einkaufspreis wäre dann gedeckt. Aber ich fand die Idee so toll und das versuche ich dann auch umzusetzen in den Projekten, die wir machen. Dass wir nicht nach Geld fragen, sondern dass wir einfach nur einen Kanal öffnen, wo denn was zurückfließen kann. Und das muss ja auch nicht von dem Kunden direkt zurückfließen, sondern es ist auch schon auf andere Weise zu mir geflossen, indem mir jemand ein Bündel 100 da in die Hand gedrückt hat, so ein Kuvert, damit es keiner sieht, weil ich ihm von einer Idee erzählt habe. Nur eine Idee, was wir zum Beispiel in Portugal gemacht haben mit der Community, die wir da gegründet haben. Das ist zum Beispiel ein so ein Projekt, wo dann die Gewinne reinfließen können, dass da Menschen wohnen können, ne? dass da Infrastruktur geschaffen wird. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Ich hab gerade einen Faden verloren. Ich improvisiere das Ganze sowieso, ne? Und das Improvisieren, das ist nämlich das Tolle, das kann man einfach machen, wenn man mit der richtigen Absicht unterwegs ist. Ja, genau, ich habe gesagt, wir öffnen Kanäle dafür. Das heißt, wir haben, im Moment haben wir noch kein Vereinskonto. Das habe ich irgendwie versäumt, wo wir den Verein gegründet haben. Ich musste dafür extra nach Österreich fahren. Ich bin jetzt gerade in Berlin. Ist ein bisschen kompliziert. Das ist nur im Moment noch mein Privatkonto. Und da kann zum Beispiel Geld fließen. Oder wenn ich zum Beispiel Musik mache auf der Straße, dann liegt da mein Gitarrenkoffer offen. Und da darf dann auch was reinfließen. Habe ich dann in Portugal auch schon... hat mir eine Frau so einen Sack mit Obst und Gemüse reingestellt. Das fand ich total toll. Das fand ich so herzerwärmend, dass man an mich denkt und mich so belohnt. Ich habe ja nicht danach gefragt. Und so möchte ich auch, dass der Verein geführt wird, dass wir nicht nach Geld fragen. Wenn es sich vermeiden lässt, also wenn wir irgendwie einen Workshop geben sollten und wir müssen die Räumlichkeiten bezahlen, dann müssen wir wahrscheinlich dann Energieausgleich, so eine empfohlene Spendenhöhe zum Beispiel, habe ich mal gesehen, auf einem Satsang, empfohlene Spendenhöhe, dass man dann sagt, wir müssen die Kosten decken und, ne, ja. Wenn du irgendwas ganz gerne machst, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, ist egal was das ist, was du gerne machst, und wenn du gerne Datteln isst oder sowas, da kann man ja ein etwas draus machen, dass jemand anderen nutzt. Du kannst zum Beispiel Dattelverköstiger werden. Du gehst von einer Dattelplantage zur nächsten und guckst, wie die das machen, ob das biologisch hergestellt wird. Und dann kann man diese Datteln bewerben zum Beispiel. Nur zum Beispiel.
Also man kann aus jeder Talent oder aus jedem Talent, aus jeder Fähigkeit, aus jedem, was man gerne geben möchte, kann man irgendwas, kann man irgendwas was basteln, wo wir jemand anders mithelfen können. Und dazu lade ich dich ein, wenn, dir die Projekte gefallen oder wenn dir diese Idee des Vereins gefällt, dann lade ich dich ein, Mitglied zu werden. Du kannst mich auch jederzeit kontaktieren. Die Daten findest du unten oder beziehungsweise auf der Webseite, die Kontaktdaten. Und ich möchte gerne wissen, wie könntest du oder womit könntest du dich für den Verein einbringen? Was ist so dein, was tust du gerne? Wo möchtest du helfen? Das ist eben das Ding, wir versuchen zu helfen. Und nicht zu nehmen. Das habe ich lange genug gemacht. Das muss ich nicht mehr haben. Ich habe 35 Jahre bin ich in der Softwareentwicklung und ich habe immer nur nehmen wollen, weil ich meine Familie ernähren musste. Und ja, sehe ich mittlerweile ein bisschen anders und das möchte ich gerne in die Welt bringen. Und es wäre schön, wenn du dabei wärst, dann können wir das zusammen machen. Namaste.